Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Wir sind immer noch hier in diesem Dorf und ich gucke mich jetzt hier oben nochmal ein bisschen um. Und ja, ich habe jetzt so ein Formationsspiel angefangen, mit dem überlebt Typ User auf Stufe 35 mehr, macht aber trotzdem nur einen Schaden. Ja. Absolut lächerlich. Dafür, die anderen Sailor-Kriegerinnen machen hier halt eben so, bam, match dich aus der Welt. Weil irgendwas muss hier sein. Das kann ja nicht sein, dass es nur dieses Dorf ist. Und in dem Dorf gibt es nichts zu tun. Ja, ganz ehrlich, Shibusa. Okay, ich habe mich schon lange genug. Ich habe mich, glaube ich, schon die letzten 4, 5, 6, 7 Folgen über Shibusa geärgert. Das sollte jetzt reichen. Also. Wir wollen. Wir sind. Keine Ahnung. Wir suchen irgendwas. Irgendwo muss es hier einen Weg geben, der nicht in dieses Dorf führt. Also, beziehungsweise ins Erdkönigreich. Und da muss irgendwo noch was sein. Das kann nicht sein. Ich frage mich nämlich auch, wo die anderen, was die anderen Gebiete zu bedeuten haben. Was haben wir denn hier? Kommen wir von hier? Kommen wir mal hier lang? Ah, das sieht doch gut aus hier. Das sieht aus, als ob wir da vielleicht zu einer Höhle kommen oder so etwas. Ja. Tu Dinge. Ein Hoch auf nutzlos. So, mal gucken, was wir hier haben. Hier ist noch ein Weg. Das ist doch zumindest schon mal was Cooles. Aha, hier gibt es eine Luna P. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, klar, ich kenne diesen Weg hier noch nicht. Ich bin mal gespannt. Wo sind wir denn hier? Gibt es hier... Aha, hier gibt es eine Kiste. Ich finde ein Parfüm. Gibt es das auf der anderen Seite auch? Zumindest kommen hier auch keine Gegner oder dergleichen. Nee. Aber hier ist... hier sind Wachen. Sehr gut. Niemand außer den Forschern darf hier passieren. Hey. Das ist der Palast der großen Weisen Perilla. Oh. Ach, kommt schon. Wir sind so weit gereist. Bitte lasst uns rein. Nein. Ich kann niemanden reinlassen, den ich nicht kenne. Spießer. Und jetzt? Wir kommen nicht rein. Was sollen wir machen? Benutze deinen Zauber für La Sailor Moon. Miau. Mach der Mondnebel. Mach mich zu einem hübschen Dienstmädchen. Schon wieder? Wir werden hier warten. Du schaffst das, Sailor Moon. Ja, ich bin gleich wieder da. Ob wir jetzt da durchkommen? Wer bist du? Oh, wow, so hübsch. Ja, du darfst rein. Was für eine Schönheit. Hehehe. Ich kann es gar nicht fassen. Okay, du darfst hineingehen. Weil wir hübsch sind, dürfen wir hier durch. Aha. Okay. Los, räum auf. Räum jetzt auf. Okay, sorry. Perilla ist die mächtigste vom ganzen Nordpol. Sie ist auch Magierin. Ist das nicht toll? Perilla hat auf der ganzen Welt Anhänger. Okay, was für welche? Sind sie hübsch? Kann man die tragen? So, wir gucken uns hier auch nochmal ein bisschen um. Jetzt, wo wir hier ein neues Gebäude gefunden haben. Oh, wer bist du denn? Perilla benimmt sich irgendwie eigenartig. Hm. Ist eben so. Was haben wir hier?
Oh, da ist eine Kiste. Aber hier sind mehr Dienstmädchen. Hallo. Brilla benimmt sich irgendwie eigenartig. Das hatte die Zwillingsschwester von dir auch schon gesagt. Brilla hat neulich die ganze Zeit in den Himmel gestarrt. Ihr seht irgendwie... Seid ihr geklont? Das muss man ja mal fragen. Ich finde ein Weihwasser. Okay. Kann ich damit jetzt irgendjemanden besprühen, der verfällt dann zur Asche oder sowas? Das wäre lustig. So, dann gehen wir hier auch nochmal in die Ecke. Wir fangen hinten an. Gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Nothing. Haben wir hier irgendwas? Ah, wieder eine Bedienstete. Perilla benimmt sich irgendwie eigenartig. Ja, super Copy-Paste. Ich sorge mich um Perilla. Ich mich nicht. Aber okay. Oh, hier ist eine Luna P. Nein, hier möchte ich noch nicht speichern. Dann möchte ich mal lieber gucken, ob es hier hinten noch irgendwas gibt. Was war das denn gerade? Ich rede mal mit denen. Wir haben großes Mitleid mit Perilla. Es heißt, dass Endymion die Mondprinzessin liebt. Und? Hast du schon gehört? Perilla ist in Endymion verliebt. Aha. Perilla ist in einer solch schmerzlichen Situation. Wie kann sie es mit einem Lächeln im Gesicht ertragen, das Paar zu sehen? Eifersucht. Man bekommt ja sogar noch Background. Okay. Ich versuche dann einfach mal doch erstmal hier oben lang zu gehen. Ich möchte das Spiel speichern. Ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht nicht eigentlich unterwegs sein sollten. Aber passt schon. Gucken wir mal. Sehr schön. Ich finde ein Parfüm. Oh, shit. Prinz Endymion. Endymion, bitte schenk mir dein Herz. Nicht einmal die böse Macht des Meteoriten kann sie auseinanderbringen. Wie viele von diesen Menschen werden sie noch gegen mich stellen? Wer ist da? Ich bin das neue Dienstmädchen, Königin Perilla. Ist das so? Du siehst genauso aus wie jemand, den ich kenne. Könntest du mir etwas Gesellschaft leisten? Natürlich. Der böse Meteorit kommt näher. Böser Meteorit. Wegen ihm haben böse Mächte auf der Welt begonnen auszubrechen. Und bald wird es einen Meteoritenschauer geben. Ist es nicht schön? Das muss ein schlechtes Vorzeichen sein. Bald wird der Gott der Dunkelheit erwachen. Gott der Dunkelheit? Wenn das passiert und wenn der Gott der Dunkelheit nicht aufgehalten wird, wenn ich nicht... Ich denke, es ist am besten, wenn wir alle vernichtet werden. Das Königreich des Mondes, das Königreich der Erde... Ich selbst und alle und diese Person wird in jeder Gestalt überleben, also möchte ich diese Kraft nutzen. Das wird meiner Meinung nach die dunkle Kraft tun. Vielleicht kann die Kraft des Meteors genutzt werden, um... Nein, wenn die Liebe mit der bösen Macht erzwungen wird, dann ist es keine wahre Liebe. Gib nicht auf. Danke. Ich dachte, du würdest dasselbe sagen wie die Person, der du ähnelst. Danke, du kannst gehen. Okay. Ich beklaue einfach mal ganz kurz Königin Perilla. So, tschüss, ich bin hier weg. Ich hoffe, sie merkt nicht, dass ich sie beklaut habe. Aber jetzt haben wir immer noch einen Raum, den wir noch nicht gesehen haben. Zwei hier oben. Mit euch haben wir schon gesprochen. Sind doch... Ach nee. Mensch. Hier ist ja nichts Schönes. Ich dachte, hier findet man irgendwas Cooles.
Na gut. Perilla wird sich von niemandem besiegen lassen. Sie hat viel Energie. Wir brauchen uns keine Sorgen, um sie zu machen. Aber wir sorgen uns um die Leute auf dem Mond. Perilla versucht, den Meteoriten irgendwie zu beeinflussen. Wir hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Na, was sollte Schlimmes passieren? Die Gute ist doch ganz nett. Sie hat uns zugehört. Oder wir ihr? Miau, 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 miau. Nicht viel. Perilla scheint nichts über den Rosenkristall zu wissen. Aber Perilla hat mit mir über etwas geredet. Wenn wir Perilla vielleicht hier aufhalten könnten. Nun, bloß der Gedanke daran macht mir Angst. Wir, miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau. Miau, 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 miau. Das ist beängstigend. Diese gruselige Perilla, ich denke, dass sie trotzdem keine böse Person ist. Man soll nicht doppelte Verneinung nicht verwenden. Perilla ist auch beunruhigt. Es bringt Unglück nach allem, was wir hier gesehen haben. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Ja, lass uns gehen. So, kommen wir jetzt irgendwie da unten? Ach ja, ich vergaß, hier gibt's ja Gegner. Oh, 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 macht ein Kreuz im Kalender. Shibusa hat gerade tatsächlich mehr als einen zweistelligen Schaden gemacht. Während die anderen im vierstelligen liegen. Nice. So, oh, eine Kiste. Ich finde ein Heilbad. Eindeutig zu viele Gegner an dieser Stelle. Na, zu früh der Freude. Alter! Sailor Saturn macht einfach so einen Kick und matcht in ihrer Verwirrung Shibusa einfach mal über 200 Schaden ins Gesicht. Wisst ihr, was ich dazu sage? Weiter so, Sailor Saturn! Zeig ihr, wie toll du sie findest. Ich weiß, sie sind eigentlich ziemlich dicke, ne? Nein? Ich hab nicht zugehört, ich krieg einen Kredit. Achso. Ich dachte, du freust dich darüber, dass ich sage, dass Sailor Saturn Shibusa verprügeln soll. What? Doch. Sie hat's verdient. Die Leute im Stream sehen das doch sicherlich mindestens genauso. So, wir gucken nochmal in das Dorf. Also beziehungsweise im Erdkönigreich nach. Vielleicht haben wir hier jetzt so irgendwas ausgelöst, womit wir hier irgendwas machen können. Wenn nicht, habe ich keinen Plan, wo wir sonst hin sollten. Ich meine, diese World Map, die wir zur Verfügung hatten, war ja nun mal alles andere als aussagekräftig. Also man sollte schon ein bisschen hervorheben, wo irgendwelche tollen Gebiete sind. So, da sind wir im Dorf. Geil. Nochmal kurz eine Runde schlafen. Geld haben wir ja genug. So, mittlerweile... Das ist voll der Joke, ne? Wir haben 999.999 Yen. Und... Es wäre mir kein Wunder, also der Joker ist halt eben der Typ in dem Buchladen, ne, der hat ja gemeint, das Buch kostet 1 Million Yen.
Und das hätten wir ja gar nicht bezahlen können, selbst wenn wir zu dem Zeitpunkt 1 Million Yen gehabt hätten. Das ist so lustig. Haha, ich finde das... Dieser Typ im Buchladen geht mir sowieso massiv auf den Puffer. So, genau, mach dich zu einem hübschen Dienstmädchen. Vielleicht haben wir jetzt auch Glück. Und hier oben passiert nochmal ein bisschen was. Selbstverständlich können wir das Bündnis mit dem Mond nicht einfach so beenden. Okay. Hey, was tust du hier? Die Versammlung ist nur für Regierungsmitglieder. Der Zutritt ist untersagt. Also raus. Hier sind aber 2 Kisten, die will ich haben. Also scheint mir nicht so, dass ich hier irgendwas ausgelöst hätte. Beria benimmt sich in letzter Zeit ziemlich seltsam. Ich hoffe, es ist nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Na, der geht's gut. Mal gucken, was unsere 4 Schnubbelchens hier sagen. Hier. Ihr wisst schon, hier Dieter und so weiter. Hallo. Der Prinz ist wieder... Ach, gut, okay. Genau den gleichen Schluss wie vorher auch. Ja, sehr schön. Das Spiel verwandelt sich zu in Richtung Plotraten. Und ich wette mit euch. Also ich kann jetzt... Also ich muss jetzt den gesamten Weg zurücklaufen. Wohlgemerkt. Wir können aber auch ein bisschen sprinten. Bis zur Arche. Und ich wette mit euch, dass diese Olle mir nicht sagen kann, wo wir eigentlich hin müssen. Ich meine, wir haben hier so diese paar Schreine und so weiter. Nee, also gegen Ende hin, also jetzt hier im 4. Kapitel ist es echt ein Frustding, weil die Gegner, die matchen einen einfach aus dem Leben. Und ich freue mich ja schon echt auf den Moment, wenn wir nur die Inner Senshi zur Verfügung haben und die alle noch Stufe 19 sind. Und wir können, also wir können die zwar jetzt wechseln und leveln, aber es fühlt sich einfach so sinnlos an. Es fühlt sich einfach so sinnlos an. Aber ich meine, wir sehen es ja an Shibusa oder an Sailor Shibimun. Sie ist einfach 90% einfach nur fehl am Platz. Und man muss halt eben irgendwie versuchen, damit klarzukommen. Das ist so ein... weiß nicht. Also, hier schlägt leider echt ein Bad Game Design zu. Muss ich wirklich sagen. Also einerseits, dass man an dieser Stelle nicht ansatzweise einen Hinweis dafür bekommt, wo man eigentlich hin muss oder was man eigentlich sucht. Ich meine, es war so, ja, wir müssen in die Vergangenheit, um Sachen zu tun. Ja, okay. So, wir wollen den Rosenkristall suchen. So, Punkt. Das wissen wir ja. Aber... Ja, immer noch. Und dann halt eben so, hier, mach mal. Du kannst jetzt fliegen, mach mal. So, yay, wir sind am Nordpol. Und wir können jetzt hier durch die Gegend fliegen. Und ich meine, das ist zumindest schon mal ganz cool. Wir haben hier zum Beispiel Medias. Das ist, glaube ich, das in Kanada gewesen, das Dorf. Ja, genau. So, hier könnten wir zum Beispiel wieder zurück. Aber warum? So, dann haben wir hier unten, was haben wir hier? Achso, das ist wieder der Nordpol, ganz vergessen. So, hier unten müsste eigentlich irgendwo die Türkei sein. Wahrscheinlich, nee, das ist Australien. Ich glaube, ich bin hier schon vorbei. Wetten wir, das ist Australien. Das ist Australien. Wie klein ist denn diese Map? Hier ist Afrika. So. Und hier ist Rias. Zu diesem Dorf wollten wir.
So, und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Zu der einen ollen komischen. Mit ihr reden. In der Hoffnung, dass sie mir jetzt sagen kann, was wir als nächstes machen sollen. Waren wir schon bei der Arche? Ja, wir waren schon bei der Arche. So, die Gegner, die hier sind, sind ein Witz. Die geben gar keine Erfahrungspunkte mehr. Weil es hier jetzt gerade eher darum ging, Gebiete zu recyceln. Hier macht sogar Shibusa mal 24 Schaden. Ja. Während die anderen einfach mal 4000 machen. Ja, sehr schön. Und Sackgassen und wieder Gegner. Gegner, 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 Gegner. Ich meine, wir haben hier, man muss sich das mal vorstellen, wir waren mit Sailor Venus hier und haben mit Sailor Venus auf Stufe 19 diese Gegner geone-shottet. Jetzt sind wir mit Shibusa hier, die Stufe 35 ist und die kitzelt die Gegner zu Tode. Ja? Hier, guck mal, ich kann meine Zuckerherzen werfen. 90 Schaden. Yay, ich durfte dabei sein. Das ist, sorry. Wir nehmen alle Zuckerherzen. Das hat den Gegner geklatscht, aber das war's. Ja, super. Ja, wie gesagt, wir bleiben dabei. Shibusa bleibt nutzlos. Achso, nein, ich möchte meine Gruppe nicht ändern. Ich möchte tatsächlich eigentlich hier hoch, weil ich mit der einen nochmal reden möchte. Vielleicht gibt die mir nochmal einen Hinweis. Du solltest in das Königreich des Mondes gehen. Du solltest die Königin aufsuchen und den Weg zum Mond öffnen. Das ist schön. Und wie komme ich da hin? Das wird mir jetzt wiederum nicht gesagt. I just don't get it. Ich mache hier wieder eine Pause. Ich brauche mal eben kurz wieder meine 5 Minuten. Sonst drehe ich hier am Rad.